Im Frühjahr 972 legten in Süditalien Schiffe mit besonders kostbarer Fracht an. Theophanu, die junge Braut des Thronfolgers Otto II., vermutlich war sie nicht älter als 12 Jahre, reiste in Begleitung eines prächtigen Gefolges und ausgestattet mit kostbaren Geschenken aus Byzanz zu ihrer Hochzeit an. Zwar war sie nicht die erbetene Kaisertochter, sondern nur die Nichte des amtierenden oströmischen Kaisers, aber Otto I. wertete ihren Status auf, indem er sie in Rom mit seinem Sohn verheiratete und zur Mitkaiserin krönen ließ. Die prächtige Urkunde, die anlässlich der Hochzeit ausgestellt wurde, gilt als eines der beeindruckendsten Dokumente des Mittelalters. Wir wissen nicht viel über die Herkunft Theophanus. Ihre Eltern entstammten vermutlich den vornehmsten byzantinischen Adelsfamilien und hatten ihre Tochter zur Erziehung an den Hof in Konstantinopel geschickt. Theophanu wird von den Zeitgenossen als hochgebildete Frau beschrieben. Die Regierungszeit Ottos II. War unruhig und erforderte ständige Reisen, auf denen Theophanu ihn zumeist begleitete. Unter diesen strapaziösen Umständen brachte sie 5 Kinder in nur 3 Jahren zur Welt. Ottos Wertschätzung, aber auch das Ausmaß, in dem er seine Frau an seiner Regentschaft beteiligte, findet in der Bezeichnung Co-Imperatrix Augusta Mitkaiserin Ausdruck. Dieser Titel ist einmalig. Keine andere Kaiserin des Mittelalters hat ihn je getragen. Als Otto der Große mit nur 28 Jahren starb, verteidigte Theophanu gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Adelheid die Krone ihres erst 3-jährigen Sohnes Otto III. Gegen Konkurrenten aus der eigenen Familie. Stellvertretend für ihn übernahm sie die Regierungsgeschäfte im Reich, während Adelheid seine Interessen in Italien vertrat. Theophanus Aktionsradius erstreckte sich von Polen über Frankreich bis nach Italien. Sie hielt prächtige Hoftage ab, führte diplomatische Verhandlungen und stellte Urkunden aus. In einem dieser Dokumente taucht sie sogar unter der männlichen Kaisertitulatur Imperator Augustus auf. Aufgrund ihrer erfolgreichen und selbstbewussten Regentschaft gilt Theophanu heute als die mächtigste Kaiserin des europäischen Mittelalters. Theophanu starb mit nur ungefähr 31 Jahren. Ihr Leichnam ruht noch heute in der von ihr als Grableger ausgesuchten Kölner Kirche St. Pantaleon. Die Ingelheimer Pfalz war einer der wichtigsten Stützpunkte Theophanus, die nach dem Tod Ottos II. Jedes Jahr in Begleitung ihres Sohnes hierher kam und mehrfach hohe Festtage wie Ostern, Pfingsten oder Weihnachten in Ingelheim feierte. Zentraler Ort herrschaftlicher Inszenierung war die Königshalle, die sogenannte Aula Regia. Römischer Marmor und Porphyr mit monumentalen Malereien verzierte Wände und stattliche Türen an den Seiteneingängen, deren Rekonstruktionen Sie hier sehen, schmückten die 65 Meter lange, nach antikem Vorbild geschaffene Basilika. Seit der Zeit Ludwigs des Frommen, des Sohnes Karls des Großen, war sie wiederholt repräsentativer Schauplatz für Reichsversammlungen und Hoftage.